Okay, und jetzt nur noch du. Mit dem. Okay, da habe ich wieder alles geschafft auszuradieren. Was sehr gut ist. Wirklich sehr, sehr gut für mich. Okay. Zack. Ja, doch, so passt's. Und gucken wir mal, was die Runde kommt. Terrorist. Okay, du wurdest noch ein Stück runtergezogen. Drei da unten. Fünf hier oben. Vier da. Okay, noch zwei. Ich mache mir Sorgen um den, wenn der jetzt stirbt, dann aua. Dann richtig, richtig aua. Aber er hat wieder nicht. Das hätte auch so in die Hose gehen können. Sind zwei fast tot. Was eigentlich sehr, 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 sehr schlecht ist. Aber im Großen und Ganzen bin ich noch im Spiel. Wir haben auch alle nur 10. Das heißt, wenn ich das jetzt wirklich. Ich mach's einfach. Ich riskier alles. Den 32 Block halte ich noch mal selber. Oh Gott, das wird wirklich. Wirklich, wirklich interessant. Noch bin ich im Rennen. Sogar noch sehr gut im Rennen. Okay, erstmal Gift auf den. Also auf die. Okay, geht zurück. Dann auf die. Konnte ich zerstören. Ich bin noch drin. Okay, zack. 4 Stück. 3 Stück.
Ja, ich nehme lieber hier. Noch ein Stück weiter. Okay, nein. Erstmal. Zack. Er hat hier definitiv die Hilfe gebraucht. Teilen und erobern, okay. Das ist ein interessantes Archivsystem gewesen. Den teleportiere ich bitte hier hin. Oh Mist, da ist einer reingekommen. Oh, das ist richtig Mist. Egal was ich mache. Zuerst muss ich irgendwie dafür sorgen, dass ich das alles zerstöre. Ich kann gar nicht mehr. Ja, aber mit ihm, okay, dann sollte es... Sollte es eigentlich passen. Okay. Zerstört. Okay, erstmal die vier. Okay, die nächste zwei zerstören. Ja, was soll ich sagen? Ich muss noch zweimal hier. Oh, es hat geklappt, weil es ein Crit-Treffer war. Okay, damit kann ich mehr als nur leben. Jetzt muss ich gucken, wie ich den zerstören kann irgendwie. Erstmal Zug beenden. Ja. Zug beenden. Okay, wo bist du? Der ist da unten. Oh Gott. Sag nicht, der kann sich teleportieren. Oh Mist, wir haben seinen Thron zerstört und jetzt ist er sauer. Aber wenn wir diesen Freak töten, könnten wir alles beenden. Okay, er ist da unten. Ich muss irgendwie... Ja. Alles auf ihn. Okay, alles in Ordnung. Ja, passt auch noch. Ah, ja, passt alles. Alles super. Okay, du hast Resistenz. Gut. 16.000 Leben. Ach du liebe Güte. Du bist aber der Großwildjäger. Und dafür kann ich nur danken. Ich ignoriere jetzt alles andere und mache mit dir Megagift. Zwei Runden 1800 Gift. Hast ihn sogar schon 5000 Leben abgezogen. Also wenn das
kein Erfolg ist, weiß ich auch nicht, was Erfolg ist. Ja, doch, damit zumindest ein paar von denen zerstört werden. Was hast du für Fähigkeiten? Erstens Vernichtung. Auflösen von Gift, oh Gott. Und Gesundheit, Heilung. Und Erscheinung. Wer mehr Schaden macht, Betäubung von 100%. Come on. Das ist nicht fair. Aber den geben wir ihnen halt den einen oder anderen Debuff. Auch wenn es nicht sehr viel hilft. Solange es irgendwie auch nur ein klitzeklein wenig helfen kann, bin ich der Meinung, sollte ich dieses Risiko eingehen. Wieder in den Hintern rein. Keine Ahnung, wie du überleben sollst. Aber bitte mach's irgendwie. Na, das schafft er nicht mehr zu dir runter. Also sollte ich den jetzt erstmal vergessen. Ja doch, ich sollte den definitiv erstmal vergessen. Bitte zerstörst das mal. Ein paar, die hier so rumliegen. So. Das ist es jetzt. Wie mache ich das? Ich würde sagen, ich tue erstmal hier alle vergiften, die ich irgendwie vergiften kann. In irgendeiner noch so an mir erdenklichen Art und Weise. Okay, töten. Töten. Gehst zurück. Okay, die alle. 5 Stück, das reicht mir, um die Fähigkeit einzusetzen. Dann die noch 4-mal. Das heißt, für ein paar Mal bin ich da eigentlich noch ganz sicher. Okay, bloggen. Jetzt gucken wir, wo er hingeht.
Weil egal, wo er sich jetzt hin teleportiert, meine ganzen Helden können zu ihm, außer er. Ich hoffe deswegen eigentlich, dass er hier bleibt und der überlebt, weil er nochmal 5000 Schaden machen könnte. Aber bis jetzt sieht es hier sehr gut aus. Ich könnte es schaffen. Die Auflösung. Die halte sich und tötet meinen, oh Gott, Feiglinge. Ihr habt keine Ehre. Was war das denn bitte für eine starke Attacke? Liebe Güte, was war das denn bitte jetzt für eine super starke Attacke? Ja. Das ist unangenehm. Okay, zuerst Magier. Ja doch, geh hier hin. Zack. Das ist letzte Bisschen. Noch einmal. Ohne Gnade einfach drauf. Dann kann ich jetzt viermal normal angreifen. Zumindest das Schild ist von ihm jetzt weg. Zumindest etwas. Ich muss irgendwie den Weg hier für ein paar Leute freirauen. Oh nein. Ja doch, wenn es sein muss. Dann zerstöre ich mein eigenes Gebäude. Verfehlt. Okay. Teleporter. Jetzt teleportiere dich. Teleportiere dich nochmal. Voll drauf. 1700. Sehr gut. Perfekt. Geh weiter. Ich glaube, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft, oder? Nein, oder? First try. Ja, ich hab's geschafft. Mega.
Nicht, dass es wichtig wäre, es war schon ziemlich tot, glaube ich. Dies ist das erste und das letzte Siegel. Die Magie wird bald verschwinden. Für immer. Das ist, ich spüre, wie das Siegel zerspringt. Aber die Magie. Fließt. Immer noch. Von woanders her? Die Sonne dämmert über den kalthaltigen Ruin von Elderlich. Alte Knochen und frische Überreste vermischen sich. Das ist immer so schnell, dieser Text. Den kann ich niemals vorlesen. Aber heute durchbricht ein Leuchtfeuer die violette Masse dieser Stadt, erstrahlt in beruhigendem Glanz. Das Siegel ist zerstört. Und doch ist etwas schiefgelaufen. Der letzte Zauberspruch kann nicht gesprochen werden. Wieso nicht? Das ist jetzt die Frage, wieso? Was ist passiert? Sag bloß, dein schwachsinniges Ritual ist fehlgeschlagen. Es hat funktioniert. Elderlich Siegel wurde gebrochen. Wir können den Nexus nicht betreten. Was ist also los? Hast du dein schickes Gewand vollgemacht? Es entweicht immer noch Magie. Von dem Kommandanten? Wie auch immer, ich fasse das als ein Ja auf. Okay, von uns? Königsmord. Interessant. Erste Schüsse. Das Katapult viermal benutzt. Okay. Ich fasse es nicht, ich habe das jetzt echt... Okay, sorry. Ich hab's jetzt wirklich First Try geschafft. Ja, aber 8 Stunden, 18 Minuten, 45 Sekunden für ein Level ist schon mega hart. Muss ich sagen, aber ich finde das Spiel wirklich echt toll. Also, mir persönlich gefällt es sehr, deswegen mache ich es auch. Auch wenn es nicht so beliebt ist. Ich find's mega. Auch wenn es echt komplex ist und lange geht. Okay, erstmal Göttin. Was hast du für uns? Erfreut euch, o Erde und Meer, denn ich komme mit reichen Gaben. Du benutzt mich nur als Sprachrohr. In gewisser Weise bin ich das. Aber ich habe keine andere Wahl. Du bist mein einziger Champion, der bewaffnete Flügel des Lichts und der Liebe. Jeder deiner Taten macht mich stärker und im Gegensatz gebe ich dir noch mehr. Das ist der tugendhaftste Kreislauf. Empfangt meinen Segen für eure wunderbare Leistung. Okay, zuallererst. Lasse 200 Fallen von Feinden auslösen. Alle Arten von Fallen haben ihre Fähigkeiten verbessert und können nun mehrere Ziele treffen. Das wäre sehr gut. Und Glintfeind. Das Drama hat sich in dem einst so reizvollen Dorf Glintfeld ausgebreitet. Die Verwüstung kann nicht ungeschehen gemacht werden. Aber die Zeit ist gekommen, um die Abscheulichkeiten zu beenden, die durch das Ritual entstanden sind. Bricht das Siegel in Elderlich. Nebenbei, ich habe nur 62% freigeschalten von Sachen, die wir alle freischalten können. Es gibt noch so viel, was ich nicht habe. Okay, und was hat die Dämonin? Sie redet nicht mal mit uns, okay. Okay, große Chancen auf seltene Gegenstände. Und noch einmal. Mir fehlen 500, dass ich es nicht voll habe. Das ärgert mich. Hier haben wir sogar nur 60, oha. Ja, komm, die 500. Naja. Okay, zurück. Lade die Karte. Wo bist du? Oh, da oben? Glintfeld. Ich dachte wirklich, dass hier unten das kommt. Es sieht doch eigentlich fast danach aus, als ob hier noch was ist. Oder ist hier das... Nein, ich weiß es nicht. Okay, hier haben wir es beim dritten Versuch...
zwei Versuche geschafft, zwei Versuche, drei Versuche und beim ersten. Jetzt würde Glintfaint kommen. Warte, ich will erstmal gucken. Wir hatten hier 9 Omen, die wir hätten benutzen können. Wie viel haben wir hier? 11 Omen. Das ist cool. Okay. Welche Omen nehme ich denn hier? Zuallererst das mit den Fallen finde ich super. Das mit den Aktionspunkten aber auch. Können für den nächsten Zug gelagert werden. Das ist schon sehr nice. Okay, warte. Welche genau hatte ich hier nochmal? Hier hatte ich das mit dem Gold und den Helden. Und Mauer und... Okay. Ein Helden mehr. Ja. Reichtümer definitiv. Ich glaube, das mit dem Aktionspunkt ist mega. Ich habe 6 Helden, das wären 6 Verbesserungen. Aber bevor ich das mache. Verteidigung, Mauern sind besser. Fernkampfabwehr haben die Fähigkeit verbessern und können mehrere Ziele treffen. Jetzt. Ja, das mit den Fallen wäre, glaube ich, ja. Wesentlich besser. Ich nehme das erstmal mit den Fallen, weil die Fallen bringen wirklich eine Menge. Gerade, ich meine, das letzte ging schon so 8 Stunden. Ich konnte wirklich viele Fallen aufstellen. Und wenn die anderen... Wenn ich meine, das, was jetzt kommen soll, ist ja vielleicht die letzte Stadt. Aber es ist auf jeden Fall die nächste. Das heißt, da sollten richtig viele Fallen sein. Ich meine, ich gehe zumindest davon aus. Ich meine, nicht Fallen, sondern viele Züge. Und da sollte ich viele Fallen bauen können. Da sollte mir das sehr viel bringen. Würde es auf jeden Fall mal testen. Zur Not machen wir es halt noch einmal.